Ja, diese Woche wird im Bundestag über die Neuberechnung der Hartz-IV-Regelsätze entschieden. Dem zugrunde liegt ein Urteil des Bundesverfassungsgerichtes, wonach die jetzigen Regelsätze nicht verfassungsgemäß sind. Mit diesem Urteil hätte die Chance bestanden für eine breite gesellschaftliche Debatte darüber, was ein Mensch eigentlich zum Leben braucht. Aber Schwarz-Gelb hat diese Debatte, diese Chance verspielt und hat so lange herumgerechnet, bis eine läppische Erhöhung von 5 Euro herausgekommen ist. Und Frau von der Leyen erweckt in der Öffentlichkeit immer den Eindruck, dass sie die Opposition zum Dialog einlade, dazu einlade, sich konstruktiv einzubringen. Ich kann nur sagen, wirklich aus der Arbeit im Fachausschuss, dass jede Information, die wir als Opposition bekommen haben, sehr, sehr hart erkämpft werden musste. Die Informationen sind nur tröpfchenweise gekommen und zentrale Zahlen und alternative Berechnungen sind uns vorenthalten worden. Am Ende war es so, dass die Linksfraktion mit ihren eigenen Mitteln eine alternative Berechnung beim Statistischen Bundesamt in Auftrag gegeben hat. Wir haben aufgrund dieser Situation uns dann entschieden, als Linkspartei, als Partei Die Linke, ein eigenes Beratungsgremium einzurichten, wo wir uns mit Fachleuten aus Sozialverbänden, der Erwerbsloseninitiativen, der Gewerkschaften und Fachleuten aus der Wissenschaft beraten haben, um selber nachzuweisen, mit welchen Tricks und welchen Abschlägen der Regelsatz von Schwarz-Gelb künstlich kleingerechnet worden ist. Und herausgekommen ist ein Bericht, der liegt Ihnen auch vor, wie ich sehe, ist verteilt worden und ich möchte Ihnen kurz die Ergebnisse vorstellen. Also zum einen, einer der zentralen Tricks von Schwarz-Gelb war, dass man die Referenzgruppe gewechselt hat, anstatt wie bisher sich auf die untersten 20% der Einkommenshierarchie zu beziehen, hat man auf einmal gewechselt zu den untersten 15%. Und man hat außerdem, das wäre der zweite Trick, einen zentralen Auftrag des Verfassungsgerichtes nicht erfüllt, nämlich die verdeckt Armen herauszurechnen. Nur zur Erläuterung, verdeckt Arme meint Menschen, die mit ihrem Einkommen sogar unter den Hartz-IV-Regelsätzen liegen, aber aus Nichtwissenheit, aus Angst vor Schikane keinen Antrag auf Sozialleistung gestellt haben. Diese Menschen sind weiterhin in der Referenzgruppe drin. Als wir im Ausschuss den Auftrag gestellt haben, dass man doch wenigstens diese Berechnung erst einmal beim Statistischen Bundesamt in Auftrag geben kann, da hörten wir von Schwarz-Gelb immer wieder, wir haben volles Vertrauen zu unserer Regierung, es wird keine verdeckt Armen geben und so weiter. Uns liegt jetzt die entsprechende Berechnung des Statistischen Bundesamtes vor und demnach wäre, wenn man nur diese beiden Tricks rausnimmt, der Regelsatz müsste demnach 28 Euro höher ausfallen. Hinzu kommt, dass der Regelsatz, und das ist der Punkt B, durch besonders willkürliche Abschläge heruntergerechnet worden ist. Wenn Sie auf die Seite 9 im Bericht gehen, da sind die einzelnen Abschläge nochmal im Einzelnen aufgelistet. Und jeder, der meint, die Zahl, die ich hier genannt habe, sei nicht falsch, der muss dann auch begründen, warum zum Beispiel jemand, der erwerbslos ist, kein Recht darauf hat, weiter ein Haustier zu haben. Der muss begründen, warum der kein Recht darauf hat, auf eine Haftpflichtversicherung beispielsweise, die gerade für Personen, die im Übrigen ansonsten kein großes finanzielles Polster haben, extrem wichtig ist, weil nämlich im Zweifelsfall sie nichts haben, um den entsprechenden Schaden abdecken zu können. Also die Summe der besonders willkürlichen Abschläge liegt bei 73 Euro. Wenn man also die beiden Tricks und die besonders willkürlichen Abschläge zusammenzählt, kommt man zu dem Ergebnis, dass der Regelsatz mindestens 101 Euro höher ausfallen müsste, als er jetzt ausfällt. Hinzu kommen weitere Tricks, die wir leider nicht berechnen können, weil uns immer noch der Zugang zu den Rohdaten verwehrt wird. Nun muss man sagen, das ist wirklich bloß eine Berechnungsmethode, die die schlimmsten Tricks ausschließt. Eigentlich, wenn man eine saubere Berechnungsmethode zugrunde legen müsste, müsste man sagen, ausgehend von der Einkommens- und Verbraucherstichprobe, nehmen wir die tatsächlichen Ausgaben und ziehen nur die Ausgaben ab, die wirklich systembedingt notwendig sind. Um das mal mit einem Beispiel zu verdeutlichen, was ich damit meine. Also beispielsweise sind in der Einkommens- und Verbrauchsstichprobe auch Ausgaben für GEZ-Gebühren. Nun wissen wir, wer in Hartz IV ist, ist von GEZ-Gebühren befreit. Bei dem fallen also diese Kosten nicht an. Und so gibt es noch ein paar andere Punkte, wo es eine Befreiung oder ansonsten Anspruch auf Mehrbedarf gibt, die man tatsächlich abziehen sollte. Wenn man also wirklich die untersten 20% zugrunde legt und wirklich nur die zwingenden Abschläge vornimmt, dann müsste der Regelsatz 150 Euro höher ausfallen. Wir haben außerdem in dieser Beratungsrunde noch eine weitere Sache gemacht. Wir haben mal einen Bedarfs-TÜV durchgeführt. Was meint das, Bedarfs-TÜV? Das meint, die EVS hat ein strukturelles Problem. Es wird nämlich nur gemessen, was geben die Leute aus. Es wird überhaupt nicht geschaut, reicht das überhaupt zum Leben? Also ein kleines Schmankerl. In die EVS sind zum Beispiel auch Ausgaben von Haushalten eingeflossen, die nach eigenen Angaben
für Ernährung 0 Cent ausgegeben haben und das über 3 Monate hinweg. 4 Haushalte haben 0 Cent für Ernährung ausgegeben. Das ist uns auch bestätigt worden von der Regierung. Warum das der Fall war, lautet die Antwort, ja, die einen beziehen all ihre Lebensmittel von Tafeln und bei den anderen 3 konnte es nicht geklärt werden. Trotzdem sind sie mit reingeflossen in die Ermittlung am Ende der Zahl. Insofern, denke ich, lohnt es sich nochmal zu schauen, ob von dem Geld, was dort überhaupt angegeben ist, im Durchschnitt man auch tatsächlich den Bedarf decken kann. Wir haben zum einen einen Bedarfs-TÜV für Ernährung mal durchgeführt und haben uns Studien zu einer vollwertigen Ernährung angeschaut. Wenn man die, sag ich mal, die seriöste zugrunde legt, müsste der Regelsatz nur, was den Bereich Ernährung anbelangt, 64 Euro höher ausfallen. Oder wenn man sich anschaut, was ist im Regelsatz für Mobilität enthalten, 18,41 Euro. Also selbst in Städten, in denen es ein Sozialticket gibt, ist von diesem Geld kein Sozialticket. Es gibt sehr wenige Städte, nur in denen der Kosten eines Sozialtickets unter 20 Euro liegen. Und besonders offensichtlich ist es im Bereich Bildung. Monatlich sind für Bildungsausgaben 1,39 Euro vorgesehen. Selbst wenn man das ganze Jahr überspart, ist davon de facto kein Volkshochschulkurs zu bezahlen. Also um es zusammenzufassen, hier ist in ganz, ganz vielen Ecken getrickst worden. Noch eine weitere auf einen weiteren interessanten Aspekt möchte ich Sie hinweisen. Das ist quasi ganz am Ende. Und zwar wird ja immer unterstellt, dass wenn 2 Erwachsene zusammenleben, dass dann Synergieeffekte entstehen. Und deswegen beträgt der Regelsatz für Paare, die zusammenleben, jeweils nur 90%. Wir haben gefragt, ob es diese Synergieeffekte tatsächlich gibt. Die gibt es für Miete. Aber die Mietkosten werden ja sowieso über die Kosten der Unterkunft getrennt beglichen. Und für die sonstigen Ausgaben sind diese Synergieeffekte nicht zu beweisen. Das heißt also auch nochmal, die Art und Weise, wie die Bedarfsgemeinschaft konstruiert ist, ist höchst fragwürdig. Um es zusammenzufassen, der Regelsatz von Schwarz-Gelb ist mit Tricks und Abschlägen kleingerechnet und mit 364 liegt er definitiv unter einem sauber ermittelten Existenzminimum. Dankeschön.